Der schwarze Reis wird in Norditalien angebaut, ist eine Vollkornreissorte, hat einen nussartigen Geschmack und ist meiner Ansicht nach eine gute Alternative zu einem klassischen Risotto. Ich gebe etwas Olivenöl in die Pfanne, fein geschnittene Zwiebel und eine halbe Knoblauchzehe dazu. Wenn die Zwiebeln und der Knoblauch glasig geschwitzt sind, gebe ich den schwarzen Reis dazu. Nach ca. 2 Minuten lösche ich das Risotto mit etwas Weißwein ab. Ich gebe etwas Gemüsebrühe dazu. Sobald die Flüssigkeit eingekocht ist, gebe ich wieder Gemüsebrühe dazu. Nach ca. 50 Minuten hat unser schwarzer Reis noch etwas Biss und wir können ihn vollenden. Dazu gebe ich etwas Butter zum Reis dazu, etwas frisch geriebenen Parmesan zur Bindung und für den Geschmack noch ein paar angeschwenkte Paprikawürfel. Jetzt wird der Reis noch 2 Minuten leicht geköchelt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de